Das heutige Thema ist Kritik von euch mir gegenüber, beziehungsweise meinem Content gegenüber. Und zwar habe ich auf Twitter einen Tweet gemacht. Was kritisiert ihr an mir als Person oder meinem Content? Sollte selbstverständlich konstruktiv und nicht beleidigend sein. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, beziehungsweise ich habe die geliked, damit ich die wiederfinde, damit ich das nicht verliere. Es gibt auch ein paar Leute, die sagen, yo, mich persönlich nervt es, dass du nicht mal Ali Tells machst und die habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Das ist nicht wirklich konstruktive Kritik, also ist es eine Meinung, die ich akzeptiere, auf jeden Fall. Aber es ist nicht wirklich konstruktive Kritik, weil ich da nichts verbessern kann. Kommen wir zu der ersten Kritik. Eigentlich nur, dass du deinen Hatern oft deine Plattform bietest, sei es hier auf Twitter oder in Video-Streams. Die Meinungen von denen änderst du ja dadurch nicht. Ich finde, das stimmt auf jeden Fall, da bin ich ganz ehrlich. Und deswegen habe ich vor ungefähr 3 Monaten aufgehört, dem viel Aufmerksamkeit zu geben. Aber ich habe zum Beispiel auch auf Fake alle Videos, die irgendwie mit Twitter zu tun haben, auf privat gestellt. Weil ich möchte nicht irgendwie dafür bekannt sein, mich ständig mit meinen Twitter-Hatern anzulegen, sondern ich möchte für, ja, Unterhaltung bekannt sein. Warte mal, was ist das denn? Dass du nicht mehr The Flash schaust, du Monster. Bruder, ich wohne in Deutschland. Ich habe nirgendwo die Möglichkeit gefühlt. Wobei. My name is Barry Allen. Ja, ihr könnt es euch denken. Dieses Video wird unterstützt von NordVPN. Und ja, ihr habt Zugriff auf TV, Filme, Serien und andere Inhalte aus dem Ausland. Als Beispiel, in Deutschland habe ich nicht die Möglichkeit, auf die CW-Mediathek zuzugreifen. Da läuft halt meine Lieblingsserie, The Flash. Aber wenn ich jetzt NordVPN aktiviere und meinen Standort virtuell verändere, sagen wir zum Beispiel Los Angeles oder New York, dann geht das ohne Probleme und ich kann die Serie schauen. Das Ganze funktioniert auch mit Spielen oder Spielkäufen. Einfach den virtuellen Standort ändern und das Game kaufen. Es ist super easy. Kleiner Tipp, kann man zum Beispiel auch nutzen, um auf regionale Rabatte zuzugreifen. Es gibt super viele Schnäppchen, denn ihr habt die Wahl aus 59 Ländern. Und das Ganze passiert in einer krassen Internetgeschwindigkeit. Ihr müsst wissen, NordVPN ist das schnellste VPN auf dem Markt. Es existieren über 5500 Server und klar, je näher, desto höhere Geschwindigkeit, aber je weiter weg, desto mehr Inhalte. NordVPN gibt es für die wichtigsten Plattformen. Windows, Android, iOS, macOS, Linux, sogar Android TV. Ja, ich benutze es selbst seit Ewigkeiten und ich bin mega zufrieden. Mein Reflink zu NordVPN habe ich in der Videobeschreibung verlinkt und im obersten Kommentar. Es gibt auch einen Rabatt, deswegen, wenn ihr es euch holt, benutzt meinen Link. Danke an NordVPN für die Unterstützung und jetzt geht es weiter mit dem Video. Der XDevil hat geschrieben, ich finde, du machst viel zu viele Reaktionen auf Hilf mir. Ich finde, in diesen Videos passiert nicht viel außer Oha oder als ob. Also das mit zu vielen Reaktionen auf Hilf mir, das auf jeden Fall. Und das habe ich auch schon runtergekurbelt, ne? Also vor ungefähr 1 bis 2 Monaten habe ich aufgehört mit Hilf mir Reaktionen. Jetzt neulich kam eine Reaktion auf die Furry WG Part 2. Das war aber eine Ausnahme, weil die Furry WG, worauf ich damals mit Nick reagiert habe, das war das absolut erfolgreichste Video auf Wig. Yeah, Party! Diese Folge ist einfach eine Legende, aber im Großen und Ganzen habe ich mit Hilf mir Reaktionen aufgehört. Aber der zweite Punkt, ich finde, in diesen Videos passiert nicht viel außer Oha. Wenn ich auf etwas reagiere, dann mache ich mir Gedanken, was ich sagen kann, pausiere und dann rede ich. Und es gibt sogar Leute, die mich dafür kritisiert haben, dass ich zu wenig das Video gucke und zu viel rede. Also exakt das Gegenteil. Also ich finde nicht, dass ich ein Reaction-Kanal bin, der einfach nur die Videos guckt und sagt Oha oder als ob. Das ist auch interessant. Juro hat geschrieben, wenn du auf ein englisches Video reagierst, pausierst und dann genau das, was gerade gesagt wurde, nochmal auf Deutsch wiedergibst. Ich glaube, ich weiß, worauf der das bezieht. Und zwar habe ich vor einigen Wochen ein Video hochgeladen auf Vic, der schrecklichste Videospielmythos. Die Kommentare hier unten bestehen fast nur daraus, dass die Leute sich darüber beschweren, dass ich alles, was auf Englisch gesagt wird, nochmal auf Deutsch übersetze. Also ihr kennt mich, normalerweise mache ich das nicht. Aber bei diesem Video gab es ein paar Leute im Chat, die geschrieben haben, hey, ich beherrsche leider kein Englisch. Magst du das vielleicht auch nochmal auf Deutsch übersetzen? Und deswegen habe ich das gemacht. Aber das hat so ein bisschen den Flow gekillt und ich finde auch, also wo ich mir das Video nochmal im Nachhinein angeguckt habe, dass es den Flow gekillt hat. Deswegen werde ich das in Zukunft ein bisschen anders machen. Wenn ich auf englische Videos reagiere, dann werde ich auf jeden Fall über das Video reden, wie bei einem deutschen Video, aber ich werde das nicht mehr übersetzen. Das ist natürlich ein bisschen blöd für diejenigen, die kein Englisch beherrschen. Am Ende des Tages kann man es nicht jedem recht machen, so. Es ist einfach nicht möglich. Der Bruder hat auch geschrieben und deine Thumbnails sind echt nicht so geil. So, dann hat er gesagt, hey, guck mal, das sind deine alten Thumbnails, so vor drei Jahren und das sind deine neuen. Aber so im Großen und Ganzen sehe ich da keine große Veränderung, ehrlich gesagt. Dann hat er mir also iBladi-Thumbnails gezeigt und ich kann schon verstehen, was er meint. Früher war es normal, dass möglichst viele auf einen Thumbnail geklatscht wurden, ne? So 1000 Effekte. Heute ist alles etwas simpler, finde ich persönlich auch angenehmer. Ich glaube, das ist keine Entwicklung, die nur bei mir ist, sondern generell auf YouTube, dass Thumbnails simpler geworden sind. So, da ist nicht mehr so viel drauf. Legendärer Fischi hat geschrieben, dein
Denglisch. Und das finde ich krass, weil ich finde, ich spreche gar nicht so häufig in Anglizismen. Vor 4 bis 5 Jahren habe ich noch viel mehr in Anglizismen gesprochen, aber das ist so radikal weniger geworden bei mir. An solchen Kommentaren merke ich mal so ein bisschen, in was für einer Bubble ich eigentlich lebe. Nicht nur in meinem Freundeskreis, sondern in meinem Bekanntenkreis. Und mein Bekanntenkreis ist sehr groß. Und ausnahmslos jeder verwendet Anglizismen. Hier hat jemand geschrieben, ich finde, es fehlen die Gäste im Stream, wie früher Nick, Jengis, die bei dir waren. Also ich habe noch ab und zu Gäste in meinen Streams. Zum Beispiel neulich habe ich etwas mit Dylan gemacht. Aber Dylan ist halt nicht so bekannt wie ein Jengis oder wie ein Nick. Bei Nick zum Beispiel ist das so, ich werde ja super oft gefragt, wann wieder was mit Nick. Ich finde das so ein bisschen awkward, dass ich diese Frage immer und immer wieder bekomme. Seit über 2 Jahren haben Nick und ich nicht mehr so viel miteinander zu tun. Nicht wegen einem Streit, sondern weil wir uns einfach super auseinandergelebt haben. Wir haben unterschiedliche Freundeskreise, wir haben unterschiedliche Ziele, gehen einfach 2 unterschiedliche Wege. So, und das seit über 2 Jahren. Und 2 Jahre später werde ich immer noch regelmäßig gefragt, wann wieder was mit Nick kommt, wo ich mir denke, das ist so awkward. Ich glaube, Leute vergessen manchmal, dass wir Menschen sind. Die denken irgendwie, wir sind so Charaktere und so ein Crossover auf Nostalgie-Basis wäre ja wieder richtig spannend. Deswegen bitte, bitte, bitte hört auf, das zu fragen. Aber wenn es so um Streamen geht, dann bin ich meistens jemand, der lieber alleine streamt. Also ab und zu kann man auf jeden Fall mit anderen Leuten zusammen streamen und das macht auch Bock. Aber so grundsätzlich finde ich allein streamen, also mir persönlich macht das einfach mehr Bock, als mit anderen zu streamen. Also ich weiß nicht, ob man das als Kritik werten kann, aber ich finde, du versuchst dich immer zu viel zu erklären. Aber ich frage mich immer, warum das so negativ behaftet ist. Leute hassen es, wenn Menschen sich rechtfertigen. Und das kann ich persönlich nicht verstehen, weil ich verstehe nur, dass es nervig ist, wenn eine Person Ausreden sucht. Dann kann ich absolut verstehen, dass man erneut ist so. Aber wenn es eine vernünftige Erklärung ist, dann ist eine Rechtfertigung doch nicht schlimm. Mello hat geschrieben, dass du meintest, dass du mal meintest, dass Reaktionen und Gaming-Content Original-Content sind. Gaming-Content ist für mich kein Original-Content, weil das Game, das gespielt wird, ist ja nicht das Game von dem Streamer oder YouTuber. Das ist falsch. Ich habe gesagt, dass für mich persönlich Gaming-Content Original-Content ist, aber Reaktionen habe ich nie als Original-Content deklariert. Dabei Gaming-Content für mich persönlich ist schon OG-Content. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde auch nicht, dass Reaktionen oder Gaming-Content weniger Daseinsberechtigung haben, wie Videos von Angeschrien oder Julian Bam. Also es gibt Reaktionen, die unterhalten mich persönlich mehr als ein Angeschrien-Video. Nichts gegen Angeschrien, er macht richtig krasse Videos. Aber Hauptsache, die Videos sind unterhaltsam. Und Jamie hat geschrieben, dass gefühlt jedes Jahr dein Content wechselt. Du hast mit Gaming angefangen, hast dann Comedy-Videos mit Ali Terz gemacht, wolltest dann ernsteren Content mit IAs machen, das dann auch zu Comedy-Content übergegangen ist, dann wieder Gaming mit Vic und dann Iblali Comeback. Ich glaube, der Bruder hat es erkannt. Man wechselt seinen Content als YouTuber mit der Zeit. Man darf halt nicht vergessen, das ist ein Zeitraum von 13 Jahren. So, natürlich habe ich meinen Content gewechselt, mehrmals. Aber das ist bei jedem so. Ja, Gronkh und Domtendo zählt, Let's Player zählen nicht, weil die zocken immer ein anderes Game. Also Let's Plays ist nicht in dem Sinne ein Format. Fresh Torge, ja, da ist aber auch ein bisschen schwierig, weil der hat ja nicht wirklich Formate, sondern macht einfach grundsätzlich Sketche. So, bei mir waren das ja wirklich feste Formate, wie zum Beispiel Ali Tells oder Iblali. Also es gibt auf jeden Fall YouTuber, die ziehen sehr lange Zeit ein Format durch. Aber es gibt viel mehr YouTuber, die sich über die Zeit verändert haben und angefangen haben, etwas anderes zu machen. Tony Kugel hat geschrieben, ich muss leider sagen, dass ich deine Thumbnails absolut nicht feiere. Deine Thumbnails geben mir Rebecca Wing Vibes. Mund weit auf und so tun, als sei man übelst geschockt. Joa. Also ich glaube, der meint nur die Face Expression, ne? Ich finde das halt einfach nicht so schlimm. Ich verstehe seinen Punkt auf jeden Fall, aber was soll ich denn da stattdessen machen? Also ich will mich ja auf der Thumbnail drauf haben. Ich könnte mich aus dem Stream ausschneiden, aber da ist die Qualität halt rotz. Und dann hast du hier so einen verpixelten Vic auf der Thumbnail. Soll ich denn den Thumbnail machen, wo ich dann einfach so bin? Dann würden sich alle beschweren, dass es zu langweilig ist. Bei dir geht das sogar noch. Wenn ich mir Thumbnails von anderen angucke, denkt man, die hätten einen Dämon gesehen. Aber das sind halt Thumbnails. Das gehört so. Einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber. Direkt das erste Video, was mir vorgeschlagen wird. Beat'em-ups, wie er schockiert guckt. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, diese Thumbnail zu sehen und mir zu denken, boah, nervt mich dieses gestellte Gesicht hier. Es juckt mich halt einfach nicht. Hier hat jemand geschrieben, dein Social Justice Warrior Dasein, was verkürzt, in die andere Richtung geht, anstelle eine Differenzierung reinzubringen, zumindest auf Twitter, auch wenn er schwierig ist. Also mit anderen Worten, mir gefallen deine politischen Statements nicht. Das ist leider auch eine Kritik, zu der ich nicht wirklich viel sagen kann. Ja, ich vertrete linke Ansichten. Aber das war ich halt auch schon immer. Also schon vor 10 Jahren hatte ich diese Meinung. Und jetzt ist es so, dass ich sie auch offen zeige. Mir hat zum Beispiel auch jemand geschrieben, das finde ich geil, dass du LGBTQ+ unterstützt als Russe, was noch schlimmer ist. Das suggeriert ja, ein wahrer Russe ist man dann nur, wenn man gegen Menschenrechte ist. Gegen Menschenrechte für Menschen, die eine andere Sexualität haben als hetero. Ich glaube, ich muss dazu nichts sagen, oder? Leute, ich würde sagen, ich beende den Stream, aber ich bin auf eure Kritik eingegangen. Haut rein und Tschüssikowski. Ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.